Hallihallo und willkommen zurück zum Metro 2033 Redux. Ja, wir sind, glaube ich, jetzt in Bolis endlich angekommen und wie es jetzt weitergeht, sehen wir jetzt. Hey, ihr! Bei dem Wagen! Macht den Motor aus! Nicht bewegen! Wer seid ihr? Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. Ja. Alter, das sieht mir dann nochmal gut bewacht aus. Ich glaube, da kommen die nicht problemlos durch, die Feinde, die Faschisten. Oh, das ist aber... Das scheint aber jetzt was Größeres zu sein. Das ist jetzt quasi so eine Art... Ja, Hauptstadt nicht, aber eine der ganz großen Stationen. Es sieht auch sehr zivilisiert hier aus. Nicht so runtergekommen. Die Leute scheinen sich relativ wohl zu fühlen. Also, soweit man sich hier wohlfühlen kann. In Ordnung, gehen wir. Cool. Na dann. Hallo, bin der Neue. Willkommen in der Police, Hauptmann Krasnov. Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Ja, scheinbar nicht. Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Police. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut, ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Ruh dich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge, das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, Idiot? Ich weiß nicht, ob ich meine Waffen jetzt da freiwillig abgeben möchte. Oh, hallo. Es sieht auf... Was? Die haben sogar Computer? Das sieht hier auf jeden Fall zivilisierter aus als alles andere, was ich bisher gesehen habe. Zu spät. Jetzt musst du warten. Aber Papa... Lass das. Jetzt ist mal gut, ich muss hier was lesen. Polis, Eintracht 1. Solange ich mich erinnern kann, hatte ich immer den Traum, die Polis zu besuchen. Das harte und hoffnungslose Leben im Untergrund macht einen mürbe und wild. Es macht einen zu einem Tier. Und nur in der Polis kann man etwas bleiben, das an das große Volk der Vergangenheit erinnert. An die Menschen, die den Planeten in ihrer Tasche hatten. Die Polis ist die letzte Zuflucht der Wissenschaftler, der Lehrer, der Künstler, all jener, die man in anderen Stationen als nutzlos betrachtete. Die letzte Trutzburg der Kultur und Zivilisation und die Geschichte, die in der Metro erzählt werden. Wir sagen, dass elektrisches Licht dort Tag und Nacht brennt, genau so, wie es in unserer Vergangenheit war, die niemals wiederkehren wird. Die Polis erfüllt all die ungeheuerlichen Erwartungen, die ich hatte. Riesig, glänzend und sauber, bis zur Perfektion. Eine echte Untergrundstadt. Ihre vier Stationen, die zusammengefasst wurden, gleichen der Halle der antiken Tempel, die ich in Geschichtsbüchern gesehen habe. Alleine schon hier zu sein, lässt einen diese unglaubliche Energie spüren. Lässt einen glauben, dass die Menschheit wieder auferstehen wird, wenn es in der Metro eine Macht gibt, die die Messe vor den Schwarzen retten kann, dann muss sie hier verankert sein.
Ja, aber so ist es ja. Genau so ist es. Man muss einfach versuchen, dann das Beste draus zu machen und wieder neu aufzubauen. Anstatt sich weiter die Köpfe einzuschlagen. So, was ist mit ihr jetzt? Hier kann ich Muni kaufen. Muni haben wir genug. Nee, finden wir. Ein Heilmittel für alles. Boah, 20, ne? Um einmal. Ich bin Miller. Wo ist die Nachricht von Santax? Hier entlang. Probieren Sie aus. Okay, stopp. Ich muss hier mal kurz einkaufen. Okay, okay, okay. Da ist die Waffe, da ist die Waffe, die will ich haben. Was ist das denn? Seine Schratflinte. Mit einfachsten Werkzeug, normalen Fahrradteilen und Metallbohrern hergestellt. Diese Revolver-Schrotflinte lässt sich daher leicht. Was? Lässt sich daher leicht anfertigen und effektiv in beengten Räumen der Metro einsetzen. Aha. Okay. Wie viel wollt ihr denn für die? 115. Nehmen Sie sie. Ist die letzte. Ach, das ist die einzige Waffe. Aber wie viel Schuss hat denn die, mein Freund? Wie viel Schuss hat die in ihrem Magazin? Zwei oder was? Oder ein? Für Sie. Einfach kaufen und schießen. Pass auf. Ich würde gerne die hier kaufen wollen gegen die. Zu Beginn des Dritten Weltkriegs war dies das beste von der Armee genutzte Sturmgewehr. Ja genau, das sieht man nicht auch noch. Ich will das jetzt kaufen. Okay, nehmen wir. Einverstanden. Anpassen. Nehmen wir das Visier. Schalldämpfer. Auf jeden Fall. Und was ist das nochmal? Ach ja. Auf jeden Fall. Okay. Cool. So, und jetzt überlege ich noch. Wollen wir die? Nehmen Sie sie. Ach, das ist ein Revolver. Hm. Nee, ich behalte das mal. Ich behalte das mal. Aber die Muni, die wir jetzt dafür haben, das passt ja, ne? Ja, ja, ist ja gut. Ja, ne, der schluckt die hier. Okay. Cool. Also gut, schauen wir mal, was jetzt los. Was jetzt für abgeht. Hä? Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Police gebracht hast. Das war sehr mutig. Gerne. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Also der hat ja auch schon einiges mitgemacht, der Kerl. Was ist denn das? Achso. Mensch, warum sollst du ihn das? Soll ich vorlaufen? Okay. Deutsch auf dich, als wenn du nichts Besseres zu tun hättest. Scheiße, auf das Fest. Ach, hier ist die Ratskammer. Okay, ich komm gleich. Ich möchte das nur hier gucken. Warte einen Moment, darfst du nicht rein. Ja. Ist ja gut, ich gehe ja zur Ratskammer. Ich hab's kapiert, ich muss zur Ratskammer. Was da wohl besprochen wurde? Unglaublich. Artyom, ich bin erstaunt, dass der Rat es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Es Was? Ist peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Police ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay, okay, okay. Hör gut zu. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden.
Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. Wir wissen aber nicht, wo sie ist oder ob sie noch funktioniert. Wir wissen jedoch, dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek, ein gefährlicher Ort, aber darin ist ein geheimes Militärarchiv. Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst hier hoch, das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei vorsichtig, Artyom. Und noch was. Zurückgehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Jetzt mal ganz ernsthaft. Warum sollte ich das tun? Ich setz hier Leib und Leben aufs Spiel, um dir diese fuck scheiß beschissene Nachricht zu geben. Und dann helft dir nicht mal meine Station. Und dann schickt er mich wieder auf dem Himmelfahrtskommando. Ja, da guckst du, ne? Da guckst du und hast keine Antwort drauf. Ich geh jetzt. Ihr seid solche Idioten, ey. Unfassbar. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudel Raketen erwecken. Naja. Alles bleibt immer an mir hängen. Deswegen habe ich jetzt eine tolle Waffe. Ja, ist ja gut. Ich weiß, du brauchst eine Maske. Och nö, jetzt seid ihr schon wieder unterwegs. Okay, was für Viecher erwarten uns jetzt? Außer das scheiß Spinnweben. Hä? Ach so, okay. Okay. Ja. Wie und wo müssen wir jetzt hin? Also manchmal ist die Wegfindung... Ach, herrje. Warte. So. Die Messer waren ja ultra geil. Gegen die Teile. Ja, ja. Ich tu euch nichts und ihr tut mir nichts. Ist das ein Deal? Wenn nicht, dann tue ich euch was und ihr lasst mich trotzdem zufrieden. Oh, shit. Aua! Was? Herzlichen Dank, dass ich jetzt null Ahnung habe mehr, wo ich jetzt hin muss. Okay. Was hat mich jetzt ja gerade aus dem Wasser angegriffen? Ich muss da jetzt rüber, ne? Jo. Oh, lasst mich doch alle in Frieden. Was sind... Das glaube ich nicht. Das ist doch jetzt wieder Schatten-Action, oder? Ach Gott. Hör doch einfach mit diesen Gelumpe hier auf. Komme ich da durch? Nee. Okay, da ist eine Falle, das habe ich jetzt gerade gesehen. Nein, pack das Ding weg. Okay, müssen wir hier lang.
Das ist die Bibliothek? Echt jetzt? Woher soll ich denn das wissen, dass dieser Scheiße jetzt einstürzt? Ach, Leute. Autsch. Komm, weg. Ich hoffe, es war die richtige Richtung, in der ich gerannt, in der ich jetzt gerannt bin. Lasst mich doch bitte einfach in Frieden. Ist das denn möglich? Muss ich da jetzt echt irgendwie rüber? Natürlich. Okay. Wir haben hier ein freies Feld und wir haben... Ach, Kacke, ey. Wo denn? Da hinten. Das ist ein Rudel. Fuck off. Okay, okay, ich brauche eine andere Waffe. Wie viel? Wie viel vertragt ihr denn? Habt ihr sie nicht alle? Ich renne jetzt einfach rüber. Kann ich da rein? Nein. Meine Güte. Ich komme da auch nicht durch. Jetzt kommst du mit dem Filter. Und da schießt doch ein anderer, oder? Danke. Mach mal. Jetzt machen sie alle. Stellung halten! Ich halte alles. Ach, hier ist der Kreis, okay. Na? Diese Sterbeanimation, ne, die irritiert manchmal total. Da setzt man einfach nochmal eine Salve rein, obwohl der hier gerade am Abnibbeln ist. Wieso brennt denn der? Au! Haben wir's? Aua. Heieiei. Jo. Bin da. Ach, war ich doch richtig. Ja, dann machen wir die Tür auf.
Gehen wir, Leute. Na gut. Ja, jetzt müssen wir halt nur ein bisschen Russisch können, dann wüsste ich auch, was da steht. Und bestimmt irgendwie so ein Zwischenboss jetzt. Na? Gut. Scheint ruhig zu sein. Ich glaub das ja. Hola! Artyom! Die oben abgeschlossen ist, musst du einen Weg finden, sie zu öffnen. Okay, lass mich erst mal lesen. Ich habe alle Bücher, die wir in der Station hatten, immer wieder gelesen, bis sie auseinanderfielen. Ich bin immer zu den Händlern geeilt, die von den weit entfernten Stationen zurückkamen, um der Erste zu sein, der um ein paar alte Bücher feilschte, die sie mitgebracht hatten. Selbst wenn sie sonst niemand haben wollte, ich habe alles gelesen. Wenn man 60 Meter tief im Untergrund lebt, sind Bücher das einzige Fenster in die Welt. Ich habe Bücher angebetet. Man kann sich also meine Gefühle vorstellen, die ich beim Anblick der großen Bibliothek hatte. Der Schrein zu allen wichtigen Büchern, die jemals in der Geschichte der Menschheit geschrieben wurden. Ich darf aber nicht den Grund vergessen, aus dem ich hierher gekommen bin. Wenn ich mich ablenken lasse und anfange, in den alten, halb zerfallenen Büchern zu lesen, wird die Bibliothek mich vollständig und für immer verschlingen. Ich glaube nicht, dass du gar die Ruhe hast, da zu lesen. Ja, ja, ich gehe ja schon. Ihr macht das, ne? Was ist denn das für ein Gehirn? Alter, was ist das? Gebamsel? Okay. Ist zu. Die Tür ist zu. Okay. Dann schießen wir uns so durch. Kriegen wir schon. Ich dachte, jetzt kommen hier lauter Spinnen. Hör auf mit der Scheiße. Wo müssen wir jetzt da lang? Schlüssel. Was für ein ekliges Zeug? Was denn? Weg da! Komm ich hier. Hä? Wie jetzt? Komm ich nicht hier weiter? Hallo? Hab ich mich jetzt in eine Sackgasse gemacht oder was?
Ja, und nu? Ist Ruderrad teuer? Ach so. Jetzt habe ich diesen Scheißschlüssel gar nicht gebraucht, oder was? Ach, jetzt kommen die und machen die Tür auf. Könnt ihr mir mal helfen? Hallo? Nicht weggehen, wir kümmern uns auf dem Rückweg um euch. Haha, nur ein Scherz. Ja, Witzbold. Etwas länger und diese Bestien hätten uns zerfetzt. Gute Arbeit, Atjom. Gerne, gerne. Kann es nicht auf mich verlassen. Zu? Nun gut. Gucken wir mal weiter, hä? Wie viel verträgst du denn, du komisches Mistvieh? Meine Güte. Was für ein Abenteuer in der Bibliothek. So spannend war ein Bibliotheksbesuch noch nie. Was ist jetzt los? Was hast du? Pinkelst du gegen die Tür oder was? Oder willst du die Tür aufmachen? Durchsuche die Räume an den Seiten. Vielleicht kannst du herausfinden, wie man da was aufmacht. Du machst das gut. Mhm. Was soll ich denn jetzt durchsuchen? Warum brennt er jetzt? Jetzt kommst du wieder mit dem blöden Filter an. Da ist auch nichts. Ach, ihr macht es euch immer so einfach. Jetzt darf ich wieder hier schauen, wie ich da durchkomme. Ja, wahrscheinlich hier irgendwie, ne? Aber wie und wo? Kann ich was kaputt schießen oder was? Oh. Echt jetzt? Ich kann die Tür kaputt schießen? Okay. Na, dann geht's wohl hier weiter. Ja. Fackeln wir mal ab hier. Nein, ganz weg. Nein, ganz weg. Okay. Schrodi, ich glaube, wir werden die gleich brauchen. So, wie machen wir jetzt hier die Tür auf? So ist man gar nicht. Irgendjemand von euch, Schlüssel? Einen Charlüssel, bitte? Einen Charlüssel? Hey, auch nicht. Was möchten Sie denn jetzt von mir, liebes Spiel? Ich habe gerade keine Idee. Ja, die kann man jetzt wieder nicht kaputt schießen, ne? Und die auch nicht, ne?
Warum? Okay, deswegen. Ach, jetzt will ich auch noch eine neue Dings aufsetzen, ich Idiot. Wie viele Minuten habe ich denn noch eigentlich? Ja gut, noch jede Menge. Haben wir keinen Bock weiter zu gehen? Ja, jetzt dürft ihr mal vorlaufen. Bleib mal da. Ich genieße die Show. Ich deck euren Rücken. Mann, oh Mann. Du hast vermutlich in den Büchern der Heiligen davon gelesen. Muss einmal wunderschön gewesen sein. Bibliothekar! Hör zu, Atjon. Bibliothekar gehören zu den gefährlichsten Kreaturen hier draußen. Wenn wir einen treffen, dann kämpfe nicht und laufe auch nicht weg. Die Bestien greifen nicht an, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lass sie niemals aus dem Blick. Zeig ihnen deinen Rücken und du stirbst. Wenn eine Bestie nervös wird, geh weg, aber langsam. Und wenn du schießt oder nicht duckst, wirst du nie wieder was sehen. Alter! Jetzt lass dir doch in Frieden! Oh, die Landung war übel. Mein Freund, alles gut? Er lebt noch. Artyom, ich muss ihn zur Polis bringen. Du musst die Karte selbst finden. Hier ist der Gebäudeplan. Der Eingang zum Militärarchiv muss irgendwo auf der ersten Etage der Bibliothek sein. Die Tür, durch die der Bibliothekar gegangen ist, führt dahin. Es bleibt nicht viel Zeit, die Dämmerung kommt. Geh. Und vergiss nicht, was ich dir über die Biester gesagt habe. Ich beeile mich. Du beeilst dich, das ist ja hervorragend. Ich darf wieder diese Drecksarbeit machen. Also wie war das? Ich muss die angucken, darf die nicht beschießen? Und bloß nicht den Rücken zudrehen. Na, herzlichen Dank. Das kann ja was werden. Und die nennt das Ding wirklich Bibliothekar. Na dann. Aua, was war das jetzt? Blödes Mistviech, du. Okay. Bibliothekar. Wir haben ein Date. Haben wir ein Date? Wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Machen wir einen kleinen Cliffhanger draus. Wir machen jetzt einen kurzen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge und mal gucken, was das für ein Bibliothekar ist. Bis dann. Ciao, ciao.